Hi Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Beim letzten Mal habe ich einen großen Tronicron 5000 gefunden. Ich glaube, so heißt er. Ich bin zumindest der festen Überzeugung. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Und jetzt mache ich hier mal eine Batteriefalle. Nur für den Fall. Und jetzt werde ich mal den Überraschungsmoment ausnutzen und einmal auf den großen Elektro-Tronicron schießen. So, und jetzt werfe ich eine Fackel. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Wow, der sieht echt böse aus. Ach du Scheiße, mein Gewehr ist leer. Ach du Scheiße, das ist ja ungünstig jetzt. Okay. Das war cool, oder? Ich finde, das war ziemlich cool. Aber da war noch mindestens ein Hündchenroboter dabei. Den müssen wir jetzt auch noch holen. Ich benutze mal lieber die Pistole. Der hat ein Gewehr. Kann ich das nicht nehmen vielleicht? Das wäre, glaube ich, effektiv. Ein Hundebot. Ist er das überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Mein Gott, das Spiel wirft einem hier aber echt Achievements um die Ohren. In Yakuza Like a Dragon musste ich schuften wie blöd für jede 10 Gramm Trophäe. Und hier kriegt man 15 Gramm Modder, 15 Gramm Revolverheld. Im Minutentakt hier. Alle 10, 20 Minuten 15 Gramm von irgendwas. Finde ich köstlich. Wo ist denn mein Radl? La 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 la. Ich fahre nicht ohne mein Rad hier weg. Das stimmt definitiv. Die Aussage, die kann man, die, ne? Ich meine, habe ich gut formuliert. Ich fahre hier nicht ohne mein Rad weg, stimmt definitiv. Ich könnte weiter laufen oder so, ja, aber ich fahre garantiert nicht ohne mein Rad. Wie kann mir einer erklären, wie um Himmels Willen diese Roboter, gegen die ich hier kämpfe, die ich mit meiner Pistole einfach so kaputt schieße. Wie konnten die das hier anrichten? Was können die gegen den Panzer machen? Was zur Hölle? Ein Panzer. Ein Panzer. Ich habe da hinten irgendwas aufmerksam gemacht, ein bisschen. Ich glaube, ich habe gerade einen Dietrich gefunden und irgendwie eine Mütze oder so. Wartet mal kurz. Ich mache hier mal schnell zu. Weil ich mir wirklich immer noch nicht sicher bin, ob es hier Pause gibt. Aber zum Glück sind die ein bisschen doof, die Maschinen. Das ist echt gut. Ich mag doofe KI. Ich weiß gar nicht, was sich Leute immer so über schlechte Gegner-KI beschweren. Ich finde schlechte Gegner-KI sehr gut. Es hat einen gewissen Style. Ich glaube, das machen wir. Oh, die Gasmaske müssen wir aufsetzen. 20% Gaswiderstand. Wenn was Werte hat. Ich meine, ich bin hier schon Style over Substance. Aber wenn was Werte hat. Aber dann, wenn wir schon die Gasmaske tragen, dann nehmen wir dazu das umgedrehte Cappy. Ja. Ja. Make-up ein Auge. Aber Vorsicht, Vorsicht beim Schminken nicht in die Augen! Das kann sonst echt schmerzhaft werden. Haben wir bei Fallout gelernt. Hä? Ach, ich habe die Handschuhe einmal. Oh, ja, dann nehmen wir die schon in Gelb. Mensch, das sind die 80er. Hallo.
Fallwiderstand oder Explosionswiderstand durch die Lederschuhe. Ja, das sind Explosionswiderstandsschuhe. Guck mal, die Leute beim Bombensprengkommando mit ihren dicken Rüstungen und Helmen und Visieren haben immer solche Schuhe mit den roten Socken, den ganz typischen roten Anti-Explosionssocken an. So. Gut sehen wir aus. Oh nein! Die Gasmaske ist aber schmutzig und schränkt mein Gesichtsfeld ein. Dann tragen wir die nicht permanent. Das geht mir zu sehr auf die Nerven. Dann bleiben wir bei der stylischen Brille. Aber dann setzen wir den Helm auf, der witzigerweise keine Werte hat. Das ist ein bisschen komisch. Ich hätte jetzt erwartet, so ein Helm hat Werte. So wie Schussresistenz plus bisschen was. Gehen wir da hoch. Ich lasse mein Rad stehen. Wir haben ja schon gesehen, dass da Gegner irgendwo auf dem Weg sind. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Hello. Hier waren Gegner. Ich bin mir ganz sicher. Aber wie gesagt, vielleicht wandern die wirklich. Ich muss mich da mal schlau machen. Das Spiel sagt einem das nicht direkt, so wie die KI, die Gegner funktionieren. Meine Güte, Spinni. Das war gerade voll doppelt gemoppelt. Weil Spinni kann im Bayerischen auch bin ich bekloppt heißen. Aber ich meinte eigentlich eine niedliche Form von Spinne. Und beides hat gerade gepasst. Ach, die war in einem Käfig drin. Jetzt verstehe ich das. Die hat wohl wer eingefangen oder so. So, sind wir jetzt durch hier. Ich warte auf das Kampf abgeschlossen Logo. Ah ja, Kampf gewonnen. Dankeschön. Ja, ich habe auch immer einen Propangastank in meiner Motorhaube. Warum auch nicht? Hm, weiß ja nie. Komme ich nie in die Verlegenheit, dass ich mal keinen Propangastank dabei habe. Unter meiner Motorhaube. Oh, eine Möller PP. Ist das nicht genau das Ding, das ich habe? Was habe ich jetzt gerade aufgehoben? Finde den Bauernhof. Aha. Was? Schauen wir mal ganz kurz. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Möller PPs. Oder? Ich glaube schon. Nein, jetzt habe ich sie wieder abgelegt, weil hier nur die ausgerüsteten Waffen sind. Aber genau, ich habe 2 Müller-PPs, aber eine Müller-PP ist ein bisschen besser als die andere Müller-PP. Jetzt würde ich die gern vergleichen könnten. Ergänzung? Ich würde gern sehen, inwiefern die Müller-PP besser ist, die ich da habe. Keine Ahnung. Ah, da unten ist mein Gewichtskapazitätsdingens. Ja, ja, okay, tatsächlich. Ist der Schläger hier quasi auch... Ich verstehe jetzt schon, man hat einen Pistolen- und 2 Gewehrslots und der Schläger geht auch in den Pistolenslot. Deswegen konnte ich am Anfang des Spiels nie den Schläger und die Pistole gleichzeitig ausrüsten, was ich gern gemacht hätte. Alles klar. Gut, wir haben eine leicht bessere Möller-PP. Ich weiß nicht warum, aber ich schätze, 2 Kronen sind besser als eine. Jetzt könnte ich mal schnell schauen, ob ich auf das Gewehr hier, jetzt wo ich weiß, wie es funktioniert, auch so ein Visier bauen kann. Nee. Gut. Okay. Oh oh, ich höre Robotergeräusche.
Katze ist gerade ungünstig. Cool. Hallo, Zeldi. Ich muss gerade böse Roboterhunde verhauen. Da hast du bestimmt Verständnis als Katze. Nein, das sind auch nur Klischees. Unsere Katzen verstehen sich sehr gut mit Hunden. Die sind damit aufgewachsen. Die sind da gut sozialisiert. Hunde und Katzen können echt gut. Können sogar gute Freunde werden. Es ist nur ein Kommunikationsproblem halt, das die von Haus aus haben. Und wenn die das nicht kennen, ist das schwierig. Wenn der Hund sagt, hallo, ich wedel mit dem Schwanz, weil ich voll mit dir spielen will, kommt bei der Katze an, hallo, ich wedel mit dem Schwanz, weil ich dich hasse und dich töten will. Und das ist halt ein unguter erster Kontakt. Aber wenn die Katzen das von klein auf kennen und wissen, aha, okay, das sind diese komischen Trottel, die Freundschaft mit Kampf verwechseln, dann passt das. Dann kommen die gut miteinander klar. Das ist ein bisschen so wahrscheinlich, wie wenn man so Menschen kennenlernt, die die ganze Zeit ganz viel fluchen und einen beleidigen und die ganze Zeit irgendwie so krasse Schimpfwörter benutzen. Und am Anfang sind die einem echt unsympathisch, aber dann lernt man die kennen und merkt, das sind eigentlich total nette Kerle. Die haben nur ein relativ grobes Vokabular. Und das führt dann am Anfang halt erstmal zu Missverständnis, weil man denkt sich, wow, was für ein Arschloch. Und dann merkt man, ach so, nee, der redet nur einfach so. Ich glaube, so ein bisschen ist das mit Hunden und Katzen. Die Katzen denken sich am Anfang so, wow, was für ein Arschloch, die ganze Zeit ist er nur im Schwanz wedeln, was für ein aggressiver Kerl. Und dann merken sie, ach so, nee, der wedelt nur einfach die ganze Zeit mit dem Schwanz, aber ist eigentlich ganz nett. Hä? Nimm einfach alles. Vogeldunstmunition. Okay. Damit können wir wahrscheinlich Vögel dünsten. Weil warum nicht? Gedünstete Bachschwalbe. Ich wollte Forelle sagen, aber ich befürchte, das ist kein Vogel. Der Vogel der Meere. Da müssen wir hin. Wetten, der alte Johnson lebt auch nicht mehr. Ich traue mich wetten, dass wir keine Menschen in dem Spiel so schnell treffen. Ich meine, wenn, wäre ich wirklich erstaunt, muss ich schon sagen. Wenn da jetzt wirklich Überlebende sind und der Johnson auch und ich kann mit denen reden und so weiter. Ich wäre erstaunt, tatsächlich. Das wäre wirklich ein... damit hätte ich nicht gerechnet. Aber das sind schon Maschinen ohne Ende. Also können wir das schon mal knicken. Oh, ich habe wieder Schneidbargewehrmunition. Tja, Maschinen, könnt ihr euch schon mal auf was gefasst machen? Nämlich Explosionen! Ja. Glaube ich, dass du das nicht so geil findest. Mist. Wenn man mal rausgefunden hat, dass die ziemlich krasse Schwachstellen haben, ist alles gleich gar nicht mehr so wild irgendwie. Wahrscheinlich in der Scheune, oder? Hui, hier gibt es viel zu durchsuchen. Ich hoffe auch viel zu finden. Das ist immer die Frage. Aber das Thema hatten wir ja schon. Ui, eine pinke Mütze. Ja, da müssen wir aber schon mal ins Inventar gucken. Hä? Ah, hier. Strickmütze pink passt zum T-Shirt, ne? Nehmen wir.
Ich hoffe, ich kann mal andere Räder bauen. Ich hätte wirklich gern so ein Mountainbike oder so. Oder eben so ein super gepimptes Bonanza-Rad. Ich finde beides gut. Aber eins von beiden muss schon sein. Oh. Hier war gerade ein Maschinensymbol. Keine Maschinen hier weit und breit. Zumindest nicht hier drin. Gehen wir mal aufs Dach oder in die obere Etage halt. Vielleicht kann man irgendwo einen guten Aussichtspunkt. Ah, okay. Hier war mal ein Lager anscheinend. Textilien. Leasen, die Zeitung vom 10. November 1989. Eine Zeitung vom Freitag, dem 10. November 1989. Die Überschrift auf der Titelseite lautet: Die Berliner Mauer ist gefallen. Ah, und da kamen jetzt die ganzen Roboter raus wahrscheinlich. Das ist so ein Paralleluniversum, wo die DDR alle Bürger durch Roboter ersetzt hat, weil sie gemerkt hat, Menschen so zu kontrollieren ist echt aufwendig und schwierig. Bauen wir lieber gleich einfach eine Roboterbevölkerung. Und dann ist die Mauer gefallen und jetzt schwärmen die Roboter durch ganz Europa. Jetzt macht alles Sinn. Habt die Story jetzt verstanden? Sehr gut. Ist ein interessantes Setting. Hätte ich so nicht erwartet. Nee, komm ey, mit hier Stasi und Informationen sammeln und dauernd abhören und so und dann rebellieren die doch wieder. Hey, das ist so aufwendig, ey. Machen wir doch lieber einfach eine Roboterbevölkerung. Jo, klingt vernünftig. So, was mache ich hier? Ich kann Munition herstellen. Und zwar kugelfeste Jacke. Hä? Was? Das stimmt aber irgendwas nicht. Ich kann eben leider keine Munition herstellen, weil ich keine Rezepte habe. Und die Werte von der kugelfesten Jacke werden mir trotzdem angezeigt. Oh, Heiltäschchen. Was sind das eigentlich? Standard-Erste-Hilfe-Sets. Ah ja, okay, wirklich. Na gut. Hallo? Irgendwas sieht mich voll. Ich sehe gar nichts. Wie kann ich da was so sehen? Wahrscheinlich ist da was in der roten Hütte drin. Und das Ding weiß nicht, dass es mich nicht sehen kann, weil es so dumm ist. Aha! Munitionshohlspitz-Dingens. Jetzt kann ich quasi normale Hohlspitzmunition theoretisch herstellen. Hey, ich könnte jetzt echt mal zur Recycle-Werkbank, weil ich merke, so Kassettenrekorder und so Zeug benutze ich überhaupt nicht. Können wir auch genauso gut ein bisschen zerlegen, oder? Hier. Ich recycle mal 5 davon. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen Rohstoffe. Und 5 Radios. Und ein Zielfernrohr. Und sonst glaube ich nichts, oder? Haarnadel Dietrich. Oh, wo habe ich denn den her? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ein Kompressor für Faustfeuerwaffen. Bitte? Wer? Was wollen Sie? Ich habe doch auch 2 Pistolen. Die können wir auch recyceln. War Recycling 89 wirklich schon Thema? Wusste man da schon, was das ist? Konnte man damals mit dem Begriff überhaupt schon was anfangen? Frage ich mich gerade, jetzt wo ich hier so recycle so viel. 89, na könnte schon sein, in den 90ern kam das auf als Riesenthema. Kann gut sein, dass das 89 schon
Ich meine, ich kenn's nicht anders, aber ich bin halt auch 85 geboren. Das heißt, erste aktive Erinnerungen wirklich stammen dann eben so aus der Zeit jetzt eben, wo das Spiel spielt. Und ne, ich glaube, für mich, für meine Generation, für euch aus meinem Alter ist Recycling wahrscheinlich schon immer was Selbstverständliches. Außer ihr kommt aus einem sehr konservativen Haushalt. Das stimmt natürlich. Da hat das dann vielleicht ein bisschen länger gedauert. Aber ich war schon als Kind immer furchtbar genervt von Recycling. Und heute finde ich es gut. So ist das, glaube ich, immer, oder? Ich glaube, so ist das immer mit allem. Was man als Kind nervig findet. Ich weiß nicht, ob man das so als Faustregel wirklich, glaube ich eher nicht. Aber viele Sachen, die man als Kind blöd findet, findet man später gerade eben toll und wichtig. Ich glaube, das war gerade irgendwie ein Gasfallenroboter oder so. Der hat zumindest komisch geraucht. Was ist los? Was ist mit einem Tyrann von Ibenholb? Bitte? Irgendwas ist passiert. Irgendwas Schlimmes. Der Tyrann von Ibenholb kommt. Ist das so, wenn man zu viele Roboter tötet, kommt dann so ein Bossmonster oder sowas? Naja, okay. Dann schauen wir mal, ob wir dem noch begegnen. Naja, Leute, aber heute machen wir jetzt hier erstmal Schluss. Morgen schauen wir uns das Haus nochmal an. Macht's gut. Bis dann. Tschaußenkowski. Tüdelü.